Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Seven Days to Days. Die. Seven So, wir haben ja hier immer noch mega viel Damage in der Basis. Eyo. Ich würde gerne noch mal zum Krankenhaus. Ne? Ja, Pflasterstein vorzugsweise, ne? Ich so, würde ne, tatsächlich noch mal gerne zum Krankenhaus gehen, fahren, walken und das ganze Ding durchforsten nach, in der Hoffnung auf geilen Loot. Andererseits, ach ja, wir haben ja noch ein bisschen was zu, Wir müssen erstmal reparieren. Ja. Wir haben hier so das ein oder andere Wehwehchen an der Bude. Stimmt ja. Was heißt denn... Warum steht denn das auf Englisch hier? Was denn? Wie heißt das denn? Keine Ahnung. Vertikutieren. Nein, Charakter, also... Da sind doch links immer diese gelben Tropfen, denn wenn du dir was gebrochen hast und so. Ja. Und diesmal ist meiner so geknickt nach vorne. Und das Wort wird F-A-T-I-G-U-E-D geschrieben. Keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Wo? An der Leiste links. An der Leiste links? Ja, wo der dir anzeigt, dass die Hand gebrochen ist, das Knie gebrochen. Oh, und nach dem Blutmund stand der so komisch. Okay. Bei mir habe ich immer nur, Nee, das habe ich auch heute das erste Mal. Ich dachte, du weißt, was das ist. Nee, ich? Ja. Ich. Hier steht, you are, dann dieses komische Wort, and take 10% more damage from all attacks. Ja, du kriegst jetzt 10% mehr. Ah, ich muss Vitamine nehmen. Ja, dir fehlen Vitamine, Jasmin. Was wollen wir denn? Wir haben doch noch Zutaten hier. Ah, jetzt geht's dem wohl schon besser. Was können wir denn? Hunger habe ich. Warte mal, ich will einmal ausprobieren. Aus den Zutaten, die wir ja haben. Was können wir denn da schon zaubern? Kürbis müssen wir mal wieder anbauen. Ja, ich bin Kürbis gerade am Züchten oben, damit er schnell... Ich muss auch noch mein Inventar leeren. Hast du mal geguckt, ob der Vogel viel kaputt gemacht hat oben? Nee, oben ist alles cool. Weil der doch oben war, sagtest du. Ich wollte jetzt einmal gucken, Blaubeerkuchen, mega viele Zutaten. Hattest du die Dinger vollgepflanzt? Weil hier fehlen ein bisschen. Kürbis ist nur eine Pflanze. Ja, ich züchte ja gerade aus dem Kürbis. Achso, ist nur eine oder was? Genau, da haben wir aktuell nur eine. Also. Ja, dann machen wir erstmal Speck mit Eiern ein bisschen fertig, wa? Ja, ich brauche auf jeden Fall was zu futtern hier. Ich verhungere schon wieder. Was ist hier Max? 1,22. Meiner verhungert schon wieder. Ja, ich mache jetzt 6-mal Eier mit Speck. Obwohl, ich kann auch noch mehr machen. Hunger, ey. So. Ich esse so ein angefressenes Toast noch. Ein angefressenes Toast? Ja, esse ich. Ach so, so ein Shamway-Sandwich. Ja, erstmal, damit hier überhaupt. Versteht es immer nicht, warum der immer so viel Hunger hat, der Charakter. Und Durst. Na toll, ich habe ja alles, ey. Die haben mich richtig ausgelutscht. You got it all. All of the much. So, das haben wir raus. Fleisch zurück, denn Pfeilspitzen lasse ich mal im Inventar das Rohr auf zum Reparieren, wenn was ist. Wo kommt das Eisen her? Hatte ich das eben schon? Ja. Achso, Rohrdiamant. Ein Strahlenanzug. Den müssen wir noch reparieren. Das brauchst du auch, ein Reparaturkit. Siehst du, ich muss noch zu dem Händler. Ja. Dieses komische Ding zurückgeben. Was ich hier eingesammelt habe. Die Knifte kommt dahin und die Schrotze kommt dahin, ne? Knifte. Jetzt habe ich noch hier meinen Knüppel und meinen Judenbogen.
Da bräuchte ich wieder Reparaturkits. Waren die nicht hier in der Kiste? Ah, nee, Transformer, ne? Ja. 13. Ich brauche mal 1, 2 und... Ach, sorry. 3 und 4, vorsichtshalber. Ich glaube, ich werde krank. Ich habe das im Gefühl, ey. Im Urin? Ja, auch. Hast du das im Urin? Ah, oh, das ist doch ätzend, ne? Hast du Blut im Urin? Ne, Gott sei Dank nicht. Pilze sind fertig, ne? Wenn ja, geh ich gleich bei. Ich würde nur einmal hier... hast du das gelevelt, Leben vom Land? Oh, nee. Hm. Das heißt? Wenn du die abbaust, kriegst du wahrscheinlich weniger Samen raus. Wie viel Samen hast du? 3. 3? Ja. Okay, dann kriegst du weniger Pilze raus. Pflanz mal die 3 und dann schmeißt die Pilze in eine Kiste. Was wollte ich denn jetzt? Ich habe hier noch einen 14. Das war 1 zu viel. Und 14 Pilze habe ich rausgekriegt. Okay. Möglich, dass ich mich vertue? Kann ich mir aber kaum vorstellen. Falsch? Ich meine, irgendwas? Naja, dass ich falsch liege, ne? Das kommt öfter mal vor, wenn du das, naja. Wenn das so hochrechnest. Aber warum? Was, wie viel kriegst du denn raus? Ich habe jetzt ja Mais abgebaut und ich kriege aus dem Mais hier 6 Samen. Ich habe 4 Punkte. Aha. Ah ja, ich habe auch noch welche. Das habe ich auch nicht mit der Reste. So, dann muss ich nochmal 2-mal Mais-Samen machen, Jasmin. Los. Oh, das dauert eine Weile. Das ist aber unpraktisch. Brügel, bla 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 bla, das will ich nicht. So, dann gehen wir mal ins Reparieren. Oha. Kommt aber eine Menge Arbeit auf uns zu. Oh, die haben sogar Pflaster kaputt gemacht, Jasmin. Pflaster. Da ist noch Schaden. Oh, Scheibenkleister. Ja, hier muss ich in 2 Zügen durch. Einmal mit Holz, einmal mit Pflasterstein. Und was ist das hier? Holz oder Stein? Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Alter, die können schon wieder essen. Das ist doch nicht mehr normal. Wissen, wenn ich mir hier... Soll ich mal ausprobieren, was bringt, wenn ich mir es theoretisch gebe hier? Alter, da kommen welche. Ja. Und alle zu mir ins Loch. Hilf mir, Jasmin. Du bist schon hier. So, hilf mir doch. Ich habe keine Ausdauer. Au. Ich bin gleich tot. Wow. Was wollen die alle hier? Oh, Robin Hood. Oh. Oder auch nicht. Er hat es jetzt eilig. Das war nicht gut. Hinter dir, hinter dir. Mach das Mischstück fertig. Zeig ihm, was ein echter Mann ist, Jasmin. Zeig ihm, was ein echter Mann ist. Oh, wer will noch? Wer hat noch nicht? Dankeschön, Jasmin. Ja. Du hast mir schon ein bisschen das Leben gerettet. Ach so, stimmt. Ich wollte hier auch noch ausbauen. Oh. Ich mache erstmal drinnen das Loch fertig. Das kann ich aber nicht aufwerten, wenn ich da jetzt hier zubaue. Da muss ich mir erstmal Steine holen. Ach, Jasmin. Hinten ist schon wieder auf, ne? Wo? Hinten, der Zaun. Hä? Welcher Zaun denn? Na, gerade durch, wo du schon mal gesagt hast, das ist doof, dass der auf ist. Hä, ist ja komisch. Schauen die den immer durch, oder was? Ja, scheint. Da müssen wir auch so eine komischen Holzdinger vormachen. Stahl. Einen guten Stahlzaun. Achso, du meinst Spikes? Also hier Stachelfallen? Mhm. Auch aus Stahl. Professionell.
Jasmin, hast du einen geilen Witz für mich? Ich hatte vorhin tatsächlich einen, aber den habe ich schon wieder vergessen. Du hast einen Witz vergessen? Ich vergesse immer Witze. Ich kann mir gar keine Witze merken. Gar keine? Nee. Gar keine? Gar keine. Gar keine. Das ist ja eine Bucht. Hast du vielleicht einen Grünwitz? Nee, heute nicht. Irgendwie so spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein. Kannst du spontan die Grünen nicht fertig machen? Nee, da fallen mir auch manchmal irgendwann die Worte, weil die sind so blöd. Da fallen dir die Worte. Du machst den Mund auf, den Buchstaben fallen einfach runter. Ich pass mich der Alten da schon an, ey. Ich habe keine Namen genannt, die können mir gar nichts. Du, die ist quasi ist die Vorsitzende hier mit in Deutschland, ja? Ist mir egal. Die verspricht sich nicht, die erfindet die Sprache neu. Naja. Naja. Die, ey. Arm Kinder, ey. Ja, kann man sich jetzt eine überlegen, wen man meint. Ach so, ja. Ja, das ist ja sowieso, das ist ja der neue Trend, ey. Wie war das? Jetzt wird ja eine Autosparen für die, Autosparen. Ich fange jetzt auch schon an. Ey, das färbt ab. Ich habe zu viele Nachrichten geguckt, ich bin zu blöd. Man verblödet genauso schon. Ja. Die haben ja jetzt vor, bei Frankfurt, oder was heißt jetzt, die hatten ja vor, haben, das heißt, die haben eine Autobahn gesperrt, damit die Klimaprotestanten sich da von der Brücke abseilen können oder von so einem Schild. Die können ja von mir aus auch runterspringen. Ja, ohne Sicherheit. Bringt ja nichts, die Straße ist gesperrt, Jasmin. Ja, ist ja egal, wenn die richtig aufklatschen, dann war es das auch mit denen. Nee, so hoch ist das nicht. Und dann stehe ich daneben und sage, ja. So hoch ist das nicht. Straße freigeben, Aktion bei Nacht und dann kommt das rettende Licht. Ob das rettend ist, ich weiß nicht. Ob der die da oben haben will. Oben? Meinst du im Himmel? Bist ja, du doch gläubig? Selbst die Hölle will die nicht haben, ey. So. Naja. Wie dem auch sei, Jasmin. Wer? Jasmin, keine Namen. Nee, sag ich auch nicht. Die haben zu viel Kleber geschnüffelt, glaube ich. Wer? Die sich da festkleben. Und dann rumheulen, wenn man die anpackt, ey. Lass mich los, das tut weh, tut. Ja. Oder in dem Autohaus. Aber Dummheit tut mir auch weh. Erst festkleben und sich dann beschweren, dass die Heizung ausgemacht wird. Warum die Heizung? Ja, am besten noch einen Pisseimer hinstellen, damit die sich da entleeren können. Warum? Sollen sie eine Hose machen? Windeln anziehen. Ja, vorausschauend denken. Nee, Windeln nicht. Eine Hose pissen. Nee. Entschuldigung, pinkeln. Pullern. Ja. Urinieren. Naja, gut, ja. Themawechsel, das ist ja, ne, langweilig. So. Traurig ist das Thema eigentlich. Finste? Mhm. Hier geht ganz schön viel Stein drauf, ne? Weiß ich nicht, bin nicht mehr da. Wo bist du? Nicht da. Bin drüben. Drüben? Ja, in diesem Haus hier. Ah, ja, wir sind noch keine Bros, deswegen sehe ich das nicht. Also, Brots. Brots. Komm in meine Gang. Wir sind die Eulengang. Wuhu. Oh, hör jetzt auf. Ey. Das ist ein Pfeil für die Eule, heißt das. Das ist ein Pfeil für die Eule. Oh, nee. Ach ja, ich wollte ja eigentlich mal zu diesem Gynäkologen? Wegen dem Scheidenpilz? Hä? Was? Nee, da hinten auf dieses Hausboot. Nee, was ist denn das? Wasserboot, Haus, Wasserhaus da. Wasserhausboot, Boot, Haus, Wasserhaus. Ja, da hinten das Ding halt. Ich wollte doch mal zu diesem komischen Trichter, der da im Wasser schwimmt. Aber eigentlich muss ich erstmal zum Händler. Händler. Nicht Händler. Händler, habe ich gesagt. Ich weiß.
Alter, die haben hier Damage gemacht bis ins Unendliche, Jasmin. Und noch viel weiter. Da weiß muss einer nicht. Von uns beiden, also um das zu finanzieren, hier heile zu machen, ne, wird einer von uns beiden wieder zum Bahnhof gehen müssen. Das wirst du sein. Nice. Ich hoffe, Manfred ist wieder da. Mann, da gibt's Trinkgeld. Wolltest du jetzt eigentlich mitkommen? Hm? Wolltest du jetzt eigentlich mitkommen? Ne, ich wollte hier ein bisschen Heile machen. Damit wir das hier nicht nachts machen? Ja, aber ich habe Angst gehabt, dass das zusammenstürzt noch. Ach, sagt sie. Dann wäre das schon zusammengestürzt. Nee, ich meine, wenn jetzt nochmal irgendwie Zombies kommen und einer fliegt hier wieder in die Luft. Also ich gehe jetzt. Schau mal. Zum Händler. Jo. Ah, hier ist ein Vogelnest. Wie spät haben wir denn das? Achte. Ja, deswegen. Erstmal ja, jetzt ein bisschen sammeln. Ich werte hier noch kurz die Bodenfläche auf und dann komme ich. Na, ich habe noch ein Fahrrad. Also ich wollte gerade sagen, du hast ja eh ein Fahrrad. Ja. Jetzt kommt auch noch Gewitter, jetzt wird mir kalt. Toll. Hast du Klamotten an? Ja. Ja, aber anscheinend nicht gute. Hast du keine Regenkleidung? Ach, hört ja eh bald wieder auf. Hast du Jasmin? Hunger hat sie, das ist das Problem hier. Jasmin, du musst deinen Anorak überziehen. Draußen regnet's. Zu spät, ich bin schon weg. Jasmin, aber wenn du dich erkältest. Nee, wie sagt man, erkälten tust? Oh, hör auf. Ich hasse es. Tust oder tut. Ja. Wenn man das so machen tut. Nee, wenn man das so. Ach, ich, keine Ahnung. Ich tue jetzt erstmal hier das Holz aufwerten. Ah. Tu mal, ey. Tut, tut. Tut, tut. Ich bin eine Lokomotive. Ach, ja. Die deutsche Sprache ist so, so vielseitig. Schwer. Hä? Schwer. Ja, vielseitig. Vielseitig. Isn't it? Warum kommt hier so komische Musik? Verfolgt warum liegt hier Stroh? Ich bin gleich eh tot, weil ich verhungert bin, ey. Hast du nicht Eier mit Speck gegessen? Nee. Und warum nicht? Ich habe doch großzügig für uns gekocht. Ein Festmahl liegt im Ofen, Jasmin. Okay. Ja, ich bin schon weg. Ich hab nichts mehr zu essen, also ich werde bestimmt gleich sterben. Ja. Ja. Ich werde dich vermissen. Es ist halt doof, wenn ich jetzt hier gerade unterwegs bin, ey. Aber ich habe auch schon wieder Hunger. So. Jawohl, ich hab ein Hühnchen geschlachtet. Ein Schuss. Ein Schuss. Und Treffer. Kann ich mir gleich mal Fleisch reinziehen hier. Durch die Nase. Oh, geil. Ich hab mir erstmal in die Nase Chicken Wings gemacht, du. Machst du denn mit der Rasierklinge klein statt mit der Kreditkarte? Gib, ja? Gib Durchfall, zeigt er mir an. Weil es roh ist? Ja, wahrscheinlich. Na, Salmonellen. Ist doch schön. Ich sterb sowieso. Dann, toll. Ja. Herrlich, oder? Dann muss ich das ja hier eigentlich alles noch ein das Stück ausbauen, doof. Oder? Wir können ja einmal hier schon mal Kuppel-Shape machen, ne? Ja, da wollen wir hin. So, und dann Kuppel-Shape wird das hier noch.
Gewitter! Weil ich habe nicht genug Ausdauer. Ich auch nicht, Jasmin. Ich könnte ihn eigentlich auch so einbauen, ne? Aber es wäre ja Fusch. Nachher bricht die Stufe wieder zusammen. Ja, wir machen das vernünftig. Deutsche Handwerkskunst. Du, ich habe mal eine Frage. Aha. Wenn ein deutscher Mann masturbiert, ne? Aha. Ist das denn deutsche Handarbeit? Ach. Wie kommt man auf so eine Kacke? Keine Ahnung, weil wenn das jetzt nicht Deutscher macht, ist das denn keine deutsche Handarbeit? Und was ist, wenn ein Nicht-Deutscher, das aber der als Tourist hier ist? Nevermind. Das sind tiefgründige Gedanken, Jasmin. Ja, habe ich keine Ahnung von. Ich auch nicht. Dafür braucht man einen Penis. Aha. So. Ah, ich glaube, dass... ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so wird, wie ich mir das hier denke. Also, ob die das seltener angreifen, meine ich jetzt. Mhm. Vom Prinzip ist es ja dasselbe, ne? Ich habe jetzt hier, ich habe dir jetzt auch mal die ersten Stufen auf den Dreck gelassen. Ah? Oh ne, nur auf der anderen Seite habe ich das gemacht. Oh, ich Schlampe. Was hast du gemacht? Nix. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, ich brauche was zu essen. Ich will nicht sterben. Mach dir doch schnell ein Lagerfeuer für dein Hühnchen. Ja. Ich hungere hier auch gerade so vor mich hin. Ich kriege meine Nahrung jetzt auch jetzt so schnell nicht voll. Die machen wir auch noch. Kann nur verkohltes Wildbrett, Wildbrett machen, Fred. Wildbrett. Das bringt mir doch auch nicht viel. Was, das Wildbrett? Schnauze. Alte Schnauze will ich essen. Hey. Ach, Mister. Aber das Verkohlte bringt mir ja auch nichts. Ah. Ist doch eine Kartoffel. Oh, du bist so ein lustiger Typ. Ich hab nix mit. Hol dir doch schnell eine. Der ist so dumm, ey. Wer? Meinte, was ich gerade vorhatte. Das verstehe ich nicht. Weiß ich. Das weiß ich wohl. Dann kannst du ja meine wunderschöne Treppe begutachten, wa? Nee, keine Zeit. Da hast du doch wohl Zeit für. Jasmin, bitte. Ich glaube, bis dann bin ich auch schon verhungert. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen anbauen. Hä? Ah. Das wäre ja hier, da muss ich ja noch mal buddeln. Der muss noch weg, Jasmin. So. Mm-hmm.
Stumpf, was sagst du? Eine Zeit, habe ich gesagt. Das klingt irgendwie nicht nach der Begeisterung, die ich erwartet habe. Ich habe gedacht, du machst Freudensprünge, baust mir ein Denkmal. 1, 2, 3, 4, ne? So. Und... Oh. So. Was mir getan ist. Man reiche mir mein Dinkelbrot. Auf dem Dach warst du nur nicht gucken wegen Nahrung, ne? Auf dem Dach? Ja. Wieso auf dem Dach? Na, da haben wir doch auch einen kleinen Garten. Aber der will mich doch verarschen. Ne, ich meine wegen Ernten. Aber okay. Ist noch alles im Anbau. Kannst du noch nicht essen. Naja. Du warst doch beim Supermarkt. Hast du ein paar Eier mitgebracht? Wie lange willst du jetzt in das Lagerfeuer gucken? Ich war noch nirgendwo. So. Den noch. Das, das mit der Axt war ein Versehen. So, dann entleere ich mich einmal. Jetzt habe ich noch den Mais. Und Hunger habe ich. Oh. Was? Wie lange werden die noch ins Feuer gucken? Ich koch gerade was. Was denn? Fleisch. Oh mein Goodness, ich wurde gerade angegriffen, Jasmin. Von? Irgend so einer kleinen Popelfliege. Können wir nicht Wildbrateintopf oder irgendwas Geiles machen? Keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, dass ich die ganze Zeit hier am Essen bin und irgendwie wird es nicht besser. Da bei 1, 2 Schabernack geht nicht. Hätten wir eigentlich auch verkaufen können, naja. Achso, ich wollte mal. Was hätte man verkaufen können? Nix. So, wunderbar. Ach, das ist doch alles Schmutz hier. Geschäftsglas. Falle. Das ist ja interessant. Ich habe kein Holz. Oh. Jedes Mal will der dahin, wo ich bin, ey. Das ist nicht mehr normal. Nee, das ist nicht normal, dass du immer an den Kisten dran bist, die ich gerade haben will. Andersrum.
unfassbar. Da. Könnten wir? Boah, ich sehe die Reflexion vom Glas, aber das ist ja unsichtbar. Wo haben wir denn die Rohre? In der Transformer-Kiste. Ja, das ist ja kacke. Müsste erst das ganze Holz weg, ne? Allerdings, das Glas hält ja nichts, ne? Wenn wir... Ach, wer weiß, ich kann auch hier... Ach, ja, da war ja was. Wo kann ich denn meine Punkte? Ich habe 4 Stück. Fortgeschrittene... Gegenstände... 20% schneller. Oh, ich habe keine Punkte mehr, Jasmin. Die Zeit ist vorbei. So, ich gehe jetzt. Berg. Ein Schraubenschlüssel. Kommst du jetzt mit eigentlich? Wie spät ist denn das? 32 Minuten, wenn es das ist, was du meinst. Mhm. Ich hätte hier noch eine Stufe 4, aber den will ich dafür nicht opfern. Da habe ich noch eine. Kommst du jetzt mit? Hier ist noch eine Stufe 4. Klein Moment. Nö. Klauenhammer. Kann ich nicht bauen, weil ich brauche Bergarbeitermeister. Und wir haben halt nur die 2. Okay. Dann würde ich den einmal hier unten mit reinpacken. Müssen wir das eben leveln, Jasmin? Dann müssen wir das eben leveln. Oh, Touristen. Terroristen. Aber wo? Da hinten. Oh, voll weit weg, ey. Ja. So, wir brauchen noch mechanische Teile. 20. 20. Jetzt habe ich die Fliege. Haha. Kila. Du jetzt eigentlich mit? Ja, gleich, Jasmin. Ich muss nur kurz was herstellen. Kurzzeitig Angst. Und zwar in 3 Minuten können wir losgehen. Ich gehe schon. Okay, ich werde nachkommen. Gehst du Richtung Krankenhaus? Nö. Immer noch zum Händler. Er ist doch Richtung Krankenhaus. Was weiß ich denn? Was hast du jetzt? Ich hab nichts gemacht, Jasmin. Nichts hab ich gemacht. Glaube ich dir nicht. Hast du den Mund verbrannt oder was? Nee. Also ja. Siehst du, wir wollten hier oben an dem Podest auch nochmal einen draufsetzen. An Zaun. Müssen wir sogar, damit die nicht immer in unseren Garten fliegen.
Obwohl, das hat jetzt eigentlich nichts gemacht, ne? Weiß ich nicht. Also es war nicht schlimm. Die haben die Tür kaputt gehauen, aber dann sind die ja wieder rausgegangen. Nein! Ich wollte auf die Mauer springen. Und dann bist du an dem gesprungen. Bin ich zu weit gesprungen? Ja, ich bin athletischer Typ. Ich habe kaum Luftwiderstand, ja, im Sprung. Wenn ich nach vorne springe, dann fliege ich erstmal ein paar Meter. Jetzt habe ich ein gebrochenes Bein. Na. Sehr ist nicht schlimm, ich bin eh gleich tot. Warum? Ich bin gleich verhungert. Ich kann ja noch mal Wasser holen, so lange. Erstmal auf Klo. Ist das ärgerlich, Jasmin? Ja. Mit Springen bin ich auch nicht schneller. Hoffe, mich greift jetzt hier keiner an. Ich muss nämlich mal aufs Klo. Endlich läuft er mal ein paar Meter hier. Ich habe das Gefühl, dass ich kann zwar trübes Wasser trinken durch die Motte, aber ich habe das Gefühl, dass ich davon schneller Hunger kriege. Und es macht den Durst nicht so weg wie gekochtes, ne? Das so klappt. Wenn das auch nicht gehen sollte und die hauen hier wieder was kaputt, könnte man ja diese zwei Reihen wegnehmen, das Podest rausziehen und hier mit einer Schräge, dass die da aus der Tür kommen, direkt die Schräge wieder hochgehen können. Das wäre eine Überlegung wert. Junge, du hast dir nur das Bein gebrochen und nicht den Zeh gestoßen, ja? Lauf doch mal ein paar Meter. Immer noch nicht alles eingeschmolzen. Dann wollen wir hier einmal die Rezepte öffnen und machen ein bisschen gekochtes Wasser. Das kostet uns 2 Minuten. Oder 3. Wunderbar. Wunderbar, Bärchen. Das andere habe ich jetzt fertig soweit. Ah, hier schön vors Fenster. Mittig? Würde am besten aussehen, ne? Hier oder? So. Und jetzt machen wir. Sagen wir aber Jasmin noch nicht. 2, 2, 1, 6 und 2. Ich bin auch schon wieder da. Ja, aber du weißt ja nicht, was ich mache. Ein. Zwei. Fahrrad. Nein. Ich dachte, du hast 11. 2 und 2. Es regnet ja immer noch. Hat doch eben aufgehört. Wieso? 6? Und
wir haben, bin ich der Meinung. Ah, wo waren das jetzt? Und wo waren die anderen Sachen? Welche anderen? Ja, die Bausachen wollte ich nur, habe ich gesucht. Noch ein. Bist du denn noch im Haus? Nee, du bist schon wieder unterwegs, ne? Hey, ich gehe gerade immer noch zum Händler. Alles klärchen. Machst du eine neue Folge draus, wa? Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich ist das gar nicht. Oh, jetzt wird's neblig. Oh, ich hasse das. Ich kann bei Nebel nichts sehen. Ich höre dich nicht, es ist so dunkel hier drin. Haben wir noch eine andere? Bei den Mods? Ja, leider nicht, ne? Ich weiß nicht, was du sagst. Du redest im... Ich rede in Rätseln, Jasmin. Was brauche ich denn eigentlich für... Ach, herrje. Das müsste ich alles bauen. Ah, da hinten brennt's. Hä? Das habe ich, das habe ich. Oh. Da brennt's. Ja, da hinten beim Händler qualmt's gerade, brennt gerade. Jetzt gleich wieder weg. Liegt da auch noch eine Kiste? Da muss ich mal hinschauen. Komisch. Naja, wir bleiben erstmal bei dem. Ne, ne, das machen wir erstmal so. So, ich müsste ja gleich langsam... Ah, ich habe eine Idee. Bon Appetit. Danke. Gestorben. Was? Nein, nein. Ah, hier ist eine Kiste. So. Na toll. Was ist das? Wunderbar. Ach, und mit diesem dramatischen Tod beenden wir diese Folge 7 Days to Die. So, wir werden jetzt in der nächsten Folge Jasmin hinterher trotten zum Händler und gucken, was die Cooles hat, macht. Hm? Hat ich hoffe, ihr seid mit dabei. Gelohnt, wir haben ja noch eine Überraschung. So, schaltet morgen wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.